Hier sehen wir nun das Engspaltschweißen. Was sind denn die besonderen Eigenschaften dieses Verfahrens? Das Engspaltschweißen ist ein Sonderverfahren, auch ein Sonderbrenner. Durch die konstruktive Eigenschaften des langen Brennerschaftes ist dieses Verfahren besonders geeignet, für dicke Materialien zu schweißen. Das heißt, die Nahtvorbereitung, die herkömmlich bei dicken Materialien in einer V-Naht- oder HV-Nahtvorbereitung getätigt wurde, kann beim Engspaltschweißen auf einen I-Stoß mit einem Spalt von 20-22 mm reduziert werden. Das heißt im Besonderen, dass ich weniger Bauteilvorbereitung habe, dass ich aber auf der anderen Seite auch weniger Material einbringe. Das heißt, ich habe Einsparungen im Bereich des Schweißdrahtes, ich habe Einsparungen in dem Bereich des Schutzgases, in der Schweißzeit und bedingt durch die Nahtform habe ich auch weniger Schweißverzug. Das heißt, die typische Winkelschrumpfung bei einer V-Naht entfällt, weil ich hier eine parallele Vorbereitung der Naht habe. Für welche Materialien eignet sich das Verfahren denn? Insbesondere eignet sich dieses Verfahren ab Materialstärken von ca. 35 mm. Bedingt durch die Möglichkeiten, in Strichlagentechnik zu arbeiten, wie auch in Pendellagen zu arbeiten, haben wir hier den Vorteil, dass wir auch dieses Verfahren bei höherfesten Stählen einsetzen können. So haben wir auf der einen Seite im normalen Stahlbereich Pendelrauben, wo wir bis zu Materialstärken von 300 mm auffüllen können. Auf der anderen Seite haben wir dann die Möglichkeit, die einzelnen Lagen in Strichraubentechnik aufzufüllen. Und das ist im Bereich von höherfesten Stählen, wie es im Kranbau, aber auch im Offshore-Bereich heute eingesetzt wird. Überall da, wo dicke Materialien über 35 mm verschweißt werden, kann dieser Prozess eingesetzt werden. Hervorragend eignet sich der Prozess natürlich auch durch die Handhabung mit einem Robotersystem, weil ich da alle Funktionalitäten der Robotertechnik auch nutzen kann, was Sensorik und was Ansteuerung der Schweißparameter betrifft und somit eine komplette Automatisierungslösung habe. Vielen Dank, Herr Paul.